Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Hunter Primal. Ich bin wieder zusammen mit Exhumed unterwegs und dann schauen wir mal, was wir jetzt wieder vor unsere Flinten kriegen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Aber halt schon komisch, weil ich irgendwie mit diesen kleinen Rexen öfters diese Probleme hatte, dass die so unberechenbar sich verhalten. Und gegen die anderen normalen irgendwie, ja, sich so wie immer verhalten haben. Abgesehen jetzt von den Gold-T-Rex, der natürlich ein bisschen mehr Lokomotive durch die Gegend rennt. Ich habe zwei von diesen diesen Spawn-Teilen da, was man mit die Queen anlocken kann. Ach so. Ich hatte ja nur eins, aber mit diesem Ding habe ich dann ja noch eins kostenlos dazu bekommen. Habe ich eins geschenkt bekommen, ja. So was habe ich auch nicht gehabt. Als Premium. Wir haben sie immer geklaut, wenn Premium Spiele, weißt? Ja. Aus erster Stunde. Ja. Naja, wenn du willst, können wir das ja auch noch machen. Ja. Kannst du auch eins nehmen, wenn du magst. Können wir auch so machen, ja. Dann kannst du ja mal, was weiß ich, mal wieder mit Dennis unterwegs bist oder so. Naja, wir hatten erst letztens das gemacht. Ich glaube, Robin hatte noch eins gehabt. Ah, okay. Waren wir eigentlich schon weit genug weg von dem Ding? Ich gerade Akkus nicht verstanden wegen dem Gewitter. Ich sag's, waren wir eigentlich weit genug weg hier von der Basis? Ja, ja, ja. Da sollte wieder Munition sein. Sind auch zwei Kisten da? Ja, genau. Da ist noch eine Dutte. Ja, und mittlerweile regnet es mal wieder im Spiel. Das sieht man doch nichts. Er hört sich nicht mal TS, das ist schlimm. Hast du einmal schon mal das Ding ausprobiert, das Discord? Hab ich auch schon mehrmals. Ja, weil ich hab's installiert, hab ich's auch mal, aber ich hab's noch nie irgendwie getestet oder so. Ist nicht schlecht halt. Viele nutzen das, ja. Ja. Mittlerweile, gerade vor allem so ein Amerikaner. Ja, es hat gewisse Vorteile halt, weil du wieder auch halt Gruppen finden kannst. So, hier sind 5D7 Buckshots drin und Shotgun und Camo. Brauchst du davon irgendwas? Ich habe gar nicht zugehört. Okay, 7 Buckshot. Ja, okay, die nehme ich mit. Wenn du ja, die nicht magst, nehme ich die mit. Ja, ich habe noch. Ich habe zwar auch genügend, aber. Da habe ich halt 77. Was? Na, nehmt mal mehr wie 7. So färbig nicht. Pass auf, kann ich die wieder reinlegen in die Kiste? Nee, 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 nee. Mach mal lieber extra Beute. Achtung. Wir kennen ja doch, wie das funktioniert hier. Jetzt pass auf. Inventor. Leider funktioniert das ja im Spiel nicht so immer. Halt, wie viel brauchst du? Keine Ahnung, mach 15 oder so. Verschieben. Reicht es? Ja, denken wir schon. So, ich mach ein Foto. Wenn wir schon so stehen, nebeneinander stehen. Hast du schon gemacht, oder? Ja. So, okay, passt. Ich bin ja Fährtenleser, du bist ja Wi-Fi. Mikrofon muted. Schau, dass man nicht winken kann in der Perspektive. Ich habe immer, wenn ich auf F2 drücke, um in die andere Ansicht zu gehen, dann geht immer mein Mikrofon aus.
Hast du es immer noch nicht genannt? Das hab ich, das ist ja schon da habe ich wieder überhaupt nicht dran gedacht, weißt, dass ich ja das vielleicht nochmal, weil das letzte Mal haben wir ja, glaube ich, über hier Steam-Telefon und so, dann war das ja gar kein Problem mehr. Schreib dir gleich auf. Ja, genau. Nicht, damit du wieder vergisst. Wo ist denn hier der Triceratops, den ich da höre? Mit einem großen Ausrufezeichen. Ich hatte mal den Triceratops einscannen, der da hinten drum liegt, tot. Ja, weil Stummschaltung im Teamspeak, das habe ich ja gar nicht. Also, weil da klappe ich bei mir das Mikrofon hoch und dann der Ton hier aus. Keine Ahnung, wo der ist. Praktisches Mikro. So. So, wie sehen eigentlich deine Erfolge in Ark aus? Hast du ja mal ein bisschen gespielt die letzten Wochen. Wie weit bist du gekommen? Ja, ich habe bloß, also sehr viel habe ich ja nicht gespielt. Ich habe mal so einen, auch so einen Triceratops gezähmt. Ja, und ja, so einen kleinen Dodo. Einfach mal so. Ich habe gedacht, wenn man da zwei hat, vielleicht machen die Kinder. Ja. Legen die Eier oder? Ja. Ja, genau. Ich habe zwei verschiedene. Müssen die nur nebeneinander stehen, oder? Ja, ja. Du musst, wenn du zwei Dodos hast, also einmal natürlich Männchen und Weibchen, das ist wichtig. Ja. Aber zwei Männchen können nicht miteinander Sex haben. Genau. So. Dann wäre es sinnvoll, wenn du die in eine Hege oder einen engen Raum sperrst. Am besten eine Fundament breit. Brauchst du dir so ein kleines Fundament halt mit so einem Gitter außenrum. Oder Wände oder wie auch immer, und steckst sie beide rein. Du kannst sie ja aufnehmen. Du kannst sie ja eben dann greifen, genau. Und dann kannst du reinwerfen. Ging ja früher auch nicht. Und dann setzt du die auf Wandern beide. Aha. Das ist also wichtig, die müssen wandern. Auf, ja, genau, die müssen auf Wandern sein. Und dann lassen sie sich miteinander paaren. Okay. Dann siehst du so Herzchen dann bei denen. Und dann liegen die halt irgendwann noch Eier und dann kannst du das Ei aufnehmen und dann musst du es nur noch ausbrüten. Brauchst halt Lagerfeuer. Ins Feuer nicht schmeißen. Das wäre das Spiel, ey. Also, oder wie man dazu sagt bei euch. nee, du musst das Ei dann aufnehmen und dann musst du es halt ausbrüten, aber es hängt halt je nachdem davon ab, welches Dino-Ei das ist. Manche vertragen nicht so viel Hitze. Das muss man dann temperieren. Und mit Lagerfeuer ist das so eine Sache, das ist ein bisschen schwierig. Schauen, muss man nur einzeln bauen, das funktioniert, dann auch die Außentemperaturen beachten. Bei anderen brauchst du irgendwie an die 6 Lagerfeuer, damit es funktioniert. Und ja, und dann schlüpft dann irgendwann halt ein kleiner Dodo. Naja, die sollen da selber drauf sitzen und das Ei ausbrüten. Na, schön wert, ja. Aber es soll ja demnächst noch diese, oder ich weiß nicht, ob es schon gibt, diese neue Brutmechanik 3.0 oder so geben. Dann ändern sie da, glaube ich, nur noch ein paar Sachen. Ich glaube, dass auch Jungtiere rumrennen sollen. Mhm. Kann mal sein, dass das schon drin ist im Spiel, ich weiß nicht. So, 3 Triceratops. Welchen hätten es dann gern? Ich weiß nicht, Frühstück. Ich glaube, hier bei mir ist der links, oder? Ja. Ja, dann nehme ich doch gleich mal. Ups. Dann nehme ich der auch hat auch schon Interesse an mir gezeigt. Hier sind es auch noch 3. Ja, und umso höher halt der Level der Dinosaurier ist in Ark, umso sinnvoller ist es natürlich. Denn du kannst dann halt die Widerstandsfähigkeit machen. Mhm. Ja, ich habe keinen solchen. Ich habe noch keinen Sattel oder sowas, ich kann die also nicht. Ein Dodo hat keinen Sattel. Nee, ich meine. Der bricht ja unter dein Gewicht zusammen. Für den Triceratops halt Dreik heißt der ja da, gell? Dreik, ja. Ja, kann. Ja, übrigens ein Rex links. Nur mal so. Okay. Irgendwo da drüben.
Ja, ein Twike-Sattel war, glaube ich, auf Level 15. Oder? Ich weiß gar nicht. Schon wieder lange nicht mehr gespielt, Ark. Jawohl, ist er tot. Wo ist das, ein seltener Triceratops? Ja. Ja, da hinten. Den habe ich auch schon gesehen. Den musst du auf alle Fälle noch. So, Dropper-Signal. Oh ja, da hast du recht. Mal ein Signal setzen. Er rennt weg. Verdammt, er rennt weg wegen dem T-Rex. Egal, dann machen wir halt den T-Rex erst. Er rennt zu dir. Völlig unbeeindruckt, dass ich auf ihn schieße. Wieso stoppen denn nicht? Das habe ich mich jetzt auch gerade gefragt. Ja. hi Rex. Mist. Ich sag ja, diese Kleinen sind irgendwie voll nervig. Jetzt habe ich gedacht, jetzt mache ich es genauso, ja, wie du das immer machst. Zwei Schuss, dran vorbeilaufen, umdrehen. Ja. Klappt aber. Oh, er hat zu wenig Lebensenergie, der haut ab. Okay, Kappen. Nicht, dass er wieder 300 Kilometer wegläuft. Dann brauche ich jetzt. Ah ja, okay, dann brauche ich jetzt gar nichts mitnehmen, weil ich ja alles noch hab. Ja, nicht richtig, ja. Ja, eine Arkheit ist natürlich von Vorteil, wenn du Dino halt zähmst, der ein bisschen höheren Level hat. So. Denn dadurch kannst du ihn natürlich besser leveln halt in den Fertigkeiten, ne? So wie Ausdauer und so. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo meine Leiche liegt. Jetzt. Ist irgendwie durch den Stein geglitscht, also. Ja, ich habe schon gedacht, nicht, dass das unter dem Dropbot liegt. unter der Kapsel. Und bei mir ist die Kapsel da rechts. Ja. So. Dann das Zeug da drauf. Braucht schon noch irgendeine Munition oder was? Nö, nicht unbedingt, ne. Hab ja noch hier noch andere Waffen zur Auswahl. Schieß mal so lange, bis es leer ist, und dann die nächste Waffe. Der Vorteil, wenn man mit allen umgehen kann, halt, dann muss man nicht mit einer spielen, immer nur. Ja. Mal gucken, derweil. Der Ding, der seltene Tiere, Triceratops, der ist jetzt. Der ist abgehauen, der ist hier rechts irgendwo gewesen. Also, okay, der ist abgehauen, okay. Finden wir bestimmt noch. Ach, da unten ist er schon. Aber das ist halt, was ich meine mit den T-Rexen hier, diese kleinen 6000er, die sind übelst am Rumbacken, scheinbar. Weil der ist ja auch nicht, der ist ja einfach auf sie zugerannt die ganze Zeit. Ja. Ohne dass er gestoppt hat. Ja, anfänglich habe ja ich immer gedacht, die haben so eine kluge KI, dass die quasi immer unterschiedliche Sachen machen, gell? Ich habe das erst gar nicht überrissen, dass das ja quasi, immer das Gleiche ist. Dass die halt kurz, was die kurz vorher. Einfach nur so ein Körpertreffer, dann kriegst du auch die Punkte da. Achso, ich soll drauf schießen? Ja. Einfach nur drauf schießen, dass er herkommt. Mal. Dann kriegt mich jeder die Punkte. Okay. Geld. So, wir haben einmal Wirbelsäule-Treffer und einmal Herz.
1100, nee, Quatsch, 11.341,3 Kilogramm. 1222, ja, 1224, glaube ich, war doch der Heavyweight, ne? Ab da zählt es, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ich habe einen mit 1200, keine Ahnung, ich glaube 24 oder was, und 25 brauche ich, glaube ich, für den. Ne, genau, ja, irgendwie so war das. Ja. 25, also ich, ja, bin da knapp drunter, ne? Also. Ja, die sind noch schwierig zu finden in der Gewichtsklasse. Ja, wie mit meinem T-Rex, ne? Sehr selten. Ey, ohne Witz, also ich habe da, glaube ich, ein Jahr drauf gewartet. Bis, ja, der dann doch mal auftauchte mittlerweile. Ja, ja, ich habe schon gesehen, den Bogen dann bearbeitet, gell? Ja, absichtlich, ja. Ja, ja, weil damit halt da viel übrig ist, ja, bleibt. Genau. Damit der Score so möglichst hoch wie möglich ist. Und das war auch schon extrem anstrengend, hat man, glaube ich, auch gemerkt, ja, ja, dass ich da gar keine gute Laune hatte eigentlich, weil ich zu genervt war von dem Vieh, weil ich endlich dieses Ding haben wollte. Und hat ja Gott sei Dank geklappt, ja. Letzte Achievement freigespielt. Jetzt mit dem einen Achievement ist natürlich auch blöd, ne? Weil du kannst ja jetzt alles mitnehmen, was du willst. Das heißt, du hast ja nie dieses 100% Full Inventar Achievement mehr. Ich denke mal, es geht dann noch nicht mehr. Jawohl. Dann kommt schon wieder der nächste Triceratops. Mhm. So als wenn du dich gerade abknallst und direkt wieder spawnen. Werden einfach nicht weniger. Ich hab von denen auch so viel abgeschossen schon. 2753. Oh mein Gott. Was hast du von denen schon abgeschossen? Ja, ja. Alter Schwede. Das ist schon echt viel, ja. Ich weiß gar nicht, was soll ich denn noch hier? Vitus ist, guter Raptoren. 1512. Auch nicht so viel weniger. Jawohl, Eddie kriegt die nächsten. Klappt auch ein bisschen besser mit den Trefferzonen, seitdem die Daten jetzt lokal bearbeitet werden. Und vorher war es ja so, dass die Server von Avalanche immer noch dazwischen geschaltet waren. Mhm. Gab es ja dieses Verzögerung, dem Leck und so. Da trifft man eigentlich präziser. Finde ich schade, dass hier diese Hosen da mit den tarnanzugmäßigen Blätterbewuchs und was weiß ich was alles, dass die weniger Tarnwirkung haben wie das grüne Zeug hier. Ich hätte lieber die mit den Blättern an. Das stimmt, ja. Ich finde die halt ein optisch. So ein Gilly, weißt du. Ja. Besser halt irgendwie. Weil es ist eine natürliche Tarnung. Ja. Die müsste eigentlich effektiver sein als hier diese grüne Klamotten, die. Ich meine, gut, es ist Fahnen, was drauf abgebildet ist, aber. Also ist da nämlich so eine Hose drin, aber ich weiß nicht, wie viel die hat. Wenn du hättest tauschen wollen. Nee, sie hat ja Tarno 1. Achso, ja, ich glaube. Die schlechtesten, ja. Oh, zwei Quetzers, einer vorne am Berg und Vulkan und einer links. Wechseln. Oder die für die Birnlöcher anreiben. Beziehungsweise eine Katze.
Ja, die killt alles, was im Weg ist hier. Einmal Herz und Magen. Der zweite. Gibt er. Guck, der wohl zu dir. Ja, komisch, gell? Greift denn der an? Jetzt schwebt der in der Luft stehen. Sehr seltsam. Ja, das ist auch irgendwie komisch, dass in dem. Boah, also den kann ich nicht treffen, so wie der fliegt. Völlig bekloppt. Er leckt so komisch. Den habe ich erst vorne getroffen. Der müsste tot sein. Also irgendwie fliegt der wirklich sehr seltsam. Mhm. Ja, geblutet hat er jetzt auch. Ich weiß gar nicht, wieso der jetzt mich angreift. Ich habe doch dem gar nichts getan. Na, jetzt will er aber nicht mehr. Nee. Das haut ab. Hat ja auch dreimal versucht anzuleiten, aber hat ja nicht funktioniert. Der ist aber auch echt dämlich geflogen gerade. Er ist voll langsam vor allem. Dann zappelt der irgendwie so voll rum. Immer einspulen. Mein Deodorant. Und einer reicht ja schon mal. Ist ja ein Bogerät. Mittelmannig. So. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Ach, da unten ist der Sumpf. Na, der Quetzer, der kommt auch nicht mehr. Aber der leckt so böse durch die Gegend, ey. Ja, das ist komischerweise auch immer im Multiplayer. Da finde ich, haben die manchmal so auch diese verkrampfte Haltung, weißt du, dass sie dann irgendwie. Ja. Hm. Halt so, ja, sich so komisch mit den Krallen voraus da so in der Luft umeinander bewegen. Das ist, wenn ich alleine spiele, eigentlich eher, ja, eigentlich gar nicht, glaube ich. Naja, das ist ein Koop-Problem irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, da kommt das Spiel nicht klar. Das ist aber nichts Neues. Ja. Nur manchmal sieht es halt immer mal anders aus. Ja. So den einen, dass das irgendwie mit der Spielzeit zusammenhängt. Umso länger das Spiel irgendwie aktiv ist, umso schlimmer wird es auf den Dinos. Auch nur so eine mögliche Theorie halt. Weil bis jetzt ging es ja eigentlich, aber jetzt fängt den Kratzer irgendwie schon wieder an. Der komische Kandidat da. Und dann kullern sie mal den Berg runter, der Herr. Okay. Wenn du den eigentlich kennst, ich komme danach. Mache ich gerade mal ganz kurz. Ja? Ich komme gleich wieder. Ja. Ja, dann würde ich die Gelegenheit hier gerade mal nutzen, um eine Folgenpause zu machen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Tschüss, euer Eddie.